Das ist genial. Und ihr Gott, Topspin. Und ihr werdet sehen, die Waffen werden wir tatsächlich noch brauchen, auch wenn man es nicht glaubt, ja. Das ist wahr. Wir haben jetzt also den Kreiselmann besiegt. Ja, vielleicht heißt Top ja auch Kreisel. Hab ich mir gar nicht dran gedacht. Das würde auch sein Aussehen erklären. Ja, ich glaube, auf dem Kreisel gibt es ein anderes Wort im Englischen. Ich komme jetzt aber nicht drauf, welches. Weißt du, die haben im Englischen viele Wörter. Von daher, also Shadow hilft gegen Sparkman. Genau. Ich habe gerade überlegt, was gegen Gemini Man hilft, aber ich mache mal einen Sparkman als nächsten. Spark ja nicht. Snake Man? Ja, genau, stimmt. Ja, ja, es ist alles lange her schon wieder für mich, aber ich kann mich trotzdem noch dran erinnern. Also, es ist nicht so, als hätte ich das Spiel seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Ich habe es nur seit 20 Jahren nicht mehr an der Konsole gespielt. ja. Für sowas gibt es ja Emulatoren und so. Aber nee, ich habe mir jetzt tatsächlich extra für das Mega Drive hier eine Reproduction Cartridge gekauft auf eBay. Die hat schon 35 Euro gekostet, was ein stolzer Preis ist für ein Reproduction. Allerdings, wenn man dann guckt, was das Originalspiel kosten würde, also mit Preisen von 150 bis 300 Euro für eine Kopie, das ist viel, ne? Ja, das ist schon unfassbar. Also wenn man denkt, dass man das Spiel früher für 50 Mark kaufen konnte und es jetzt 150 bis 300 Euro kostet, das ist Wahnsinn. Ja, das sind Auktionspreise, ne? Und ich glaube, es wird mir jeder verzeihen, wenn ich jetzt einfach mal behaupte, ich hatte keine Lust, so viel Geld für das Spiel auszugeben. Ja, das hat heutzutage genug Geld. Ja, also für das Geld hätte ich auch eine Wii U gekriegt, ne? Ja. Aber willst du eine Wii U? Nein, also. Ja, gut, das kommt dazu. Vielleicht irgendwann, vielleicht wenn sie mal irgendwann gute Spiele rausbringen, zum Beispiel ein neues Zelda und vielleicht auch ein neues Mario Kart. Stimmt, komm, jetzt mit Glück. Weil an der Stelle fail ich ganz gerne mal, ja, genau. So Stellen mit Plattformen, die sich bewegen, sind nicht meins, aber ich werde schon irgendwie durchkommen. Gut, okay, Top ist witzig. Ich habe gerade Top übersetzen lassen von meinem Lingopad. Das schlägt also vor als Übersetzung für Top. Anfang, Gipfel, Spitze, Krone, Kopfende, Oberseite, Oberteil, Oberster oder Oberstes, Tabellenführer, Wipfel, ja, und so weiter und so fort. Aber er sagt nichts von einem Kreisel, aber Kopfteil oder Oberteil passt ja schon einigermaßen. Kopfteil, ja, finde ich gut. Das würde ich aber gerne wissen, was ein Kreisel nochmal ist. Es gibt ein Wort dafür und ich weiß, dass ich es kenne, aber ich glaube Spin, kann das sein? Spin könnte vielleicht, ja, aber... Ein Spinning Top, genau. Ein Spinning Top ist... Oder ein Gyro, natürlich. Gyro ist ein typisches Wort für Kreisel. Gyro. Deshalb auch Gyromite, ne? Es gab auch einen Gyro Man, oder? Neben dem Mega Man Teil. Das kann sein, kann ich mich aber nicht dran erinnern. Wird dann im 4. oder 5. gewesen sein oder so. Irgendwas, was ich so quasi nur einmal gespielt habe. Okay, das war Anlauf Nummer 2. Und sie sagen, Top kann auch Kreisel bedeuten. Faszinierend. Lingopad hat voll den Durchblick. Aber ich kenne eigentlich als Wort für Kreisel Gyro. Allein schon wegen dem NES-Spiel Gyromite, ja. Ja, was du auch geliebt und gespielt hast, ne? Nee, eigentlich nicht. War das nicht das mit Rob the Robot? Genau das! Gab nur zwei Spiele für Rob the Robot. Stack Up und Gyromite. Ja, Wahnsinn. Was nicht früher alles gab, ne? Ja. Gut, die Idee dahinter war eigentlich nicht schlecht, weil Nintendo hat damals versucht... Ich hab wirklich kein Glück heute, ne? Du bist echt ein Hit. Oh, du bist Game Over! Game Over, was kannst du eigentlich? Ich bin gar nicht weit gekommen in dem Level, ne? Was noch? Ich will jetzt später nochmal. Genau. Alter, du bist wirklich unfähig. Das kann doch nicht sein. Ich gebe da so einen schönen Lauf von Mega Man 2 vor und dann versagst du hier total bei Mega Man 3, obwohl das Spiel leichter ist. Ah, davon merke ich noch nicht so viel. Das liegt aber an dir, nicht am Spiel. Ja. Das Spiel kann nichts dafür, dass du unfähig bist. Ich habe auch nichts anderes behauptet, ja. Das wäre auch schlimm. Vor allem an was für Stellen du gerade stirbst. Das ist ja echt eine Katastrophe. Wie viel Leben hat dir das Spiel eigentlich mittlerweile schon geschenkt? Eins oder zwei? Zwei. Das heißt, du bist schon fünfmal gestorben. Verdammt, du hast noch nicht mal zwei Bosse fertig. Doch, zwei Bosse hast du schon nicht mehr. Ja, macht aber keinen großen Unterschied. Ja. Ich meine, die erste Waffe, die du ergattert hast, die wirst du sowieso das ganze Spiel nur benutzen, ne? Ja, die Lidar-Farben, ne? Shadow Blade, ne? Ja. Die Farbe ist voll mega schwul. Ich meine, Shadow Man war blau. Und warum ist Mega Man mit seiner Waffe lila? Kann auch keiner sagen. Ja, das kann auch keiner sagen, weil man manchmal andere Waffen kriegt, als der Boss, den man besiegt hat, ne? Ja. Vor allem, es ist ja nicht nur lila, es ist lila-pink. Ne? Also, Boah, ich bin durch. Boah.
Ein High Five, komm ey. Während du den Controller in der Hand hältst. Ich mach ein High Five mit mir selbst, okay? Alles klar. So, aber schön, dass ich mal der durch bin, ey. Auf jeden Fall. Das ist ja alles Kindergarten, Mensch. So, ich hab keinen Bad Spreller, da komm ich auch nicht hoch. Brauchst du eh nicht. Ja, zum Glück. Übrigens auch wieder coole Musik eigentlich. Obwohl es nicht die beste ist, die Mega Man 3 zu bieten hat. Mega Man Spieler hatten eigentlich immer, bis auf wenige Ausnahmen, hatten sie gute Musik, finde ich. Also ich finde eigentlich, dass es bei Mega Man Spielen eher so ist, dass die Musik allgemein recht okay ist, mal abgesehen von ein paar Stücken, die scheiße sind. Kommt da stark. Und ein paar, die extrem gut sind. Keine Ahnung. Was fragst du mich das? Bin ich Mega Man 3? Du kennst das Spiel. Ja, ich hab's schon mal gespielt. Okay, hätte der mich killen können? Ja. Ja, ich glaube, die können mich killen. Ich meine das mit einem Treffer. Kann sein. Naja, ich werde es hoffentlich nicht rausfinden. Okay, hier wieder Waffenenergie, das ist schön. So, schön, ich liebe es. Und jetzt kommen auch noch Gegner, wow. Ich meine, vorher war es schon schwer genug, ich bin vorher schon direkt ohne Gegner, jetzt kommen Gegner, die mich aufhalten wollen. Das macht natürlich noch besser. Natürlich. Alles andere ist doch zu leicht. Du brauchst dich ja gar nicht anzustrengen hier in dem Spiel. Ja, ich will mich ja nicht anstrengen, ja. So, das wollte ich nur mal testen, ob das auch in der Luft geht. So, das war auch schon. Nicht in der Luft gehen. Nein, ob ich das in der Luft hinkriege, ohne mich selbst zu. Ach so, selbst ja gut, das ist wieder was anderes. Ich meine, du kriegst schon hin, Abgründe reinzulaufen, dann. Ja. Und Shadowman hilft für den Sparkman, das macht irgendwie Sinn. Ja, Shadowman. Werdet ihr jetzt auch sehen, vor allem auch wegen dem Aufbau hier von dem Boden. Macht Sinn, weil man es in verschiedene Richtungen werfen kann. Ja. Brauchst du mir eigentlich gar nicht auszuweichen, immer nur ballern. Wenn du immer nur ballerst, kannst du nicht verlieren. Glaubst du mir? Das war's. Siehst du? Ja. Du wirst jetzt jedes Mal, wenn er angegriffen hat, bist du getroffen worden und hast noch fast volle Energie. Und er ist tot! Ja. Also da kannst du nicht viel falsch machen. Das ist so, wie wenn du mit der Topman-Waffe zu Shadowman gehst. Du springst zwar in ihn rein und verlierst dabei Lebensenergie, aber er verliert viel mehr, also es ist egal. Ja, anders würden die Spezialwaffen gegen die Bosse auch wenig Sinn machen, ne? Obwohl sie es tatsächlich bei manchen Spielen hinkriegen, du hast eine Spezialwaffe, du nutzt sie auch genau bei dem Boss, für die sie geeignet ist, und es zieht kaum was ab. Ja. Mit Spezialwaffe. Das vor allem, wenn man sie dann falsch benutzt, ne? Das muss man erstmal hinbekommen, ja. Dann machen sie noch was. Zum Beispiel Napalm, wenn die Waffe, die muss ja dann sich so ausbreiten und so, oder? Die muss explodieren, ja, genau. Das trifft dann erst. Ja. Dass man die Waffen erst noch speziell einsetzen muss, um sie zu treffen. Das ist ein Skandal, ey. Ja. So, du hast den Sparkshock, wuhu. Also wir haben den Shadowblade, Topspin und Sparkshot. So, und was kommt jetzt? Gegen was hilft Sparkman? Sparkman, ich muss überlegen. Gegen Magnetman. Gegen Magnetman, oder? Also Needleman ist anfällig gegen Gemini-Man, dann Hardman ist, glaube ich, anfällig gegen Magnetman. Ja. Okay, machen wir mal den als nächstes. Ja, also ich meine, Spark hilft gegen Magnet. Ich meine, wie sollte ein Magnet auch nicht abwehren? Ja. Fangen wir besser nicht mit Logik an, ne? Ja, Videospiel-Logik eben. Ja. Oh, du hast ein Problem. Hast du Rush Jet? Nö, ne? Nö, aber Shadowblade, hilft das was? ich hab Rush Coil. Rush Coil. Hast du den die ganze Zeit schon oder was? Keine Ahnung, der ist wahrscheinlich jetzt gerade erst gekriegt oder so, oder? Ja, ich hab nicht so drauf geachtet. Oder man hat ihn vielleicht von Anfang an? Ich weiß nicht. Gab es nicht irgendeinen Megaman-Teil, den man von Anfang an schon Rush Coil hat? Das wird aber wenig Sinn machen, weil er hier zum ersten Mal auftaucht, oder? Ja, stimmt, hier mit so viel wenig Sinn machen. Wahrscheinlich haben wir ihn gerade eben bekommen und ich habe nur nicht drauf geachtet. Ja, das wird sein. Nimm's mal an. Ja, also, das Problem ist jetzt wirklich, du hast keinen Rush-Jet und dann hast du hier in der Stage hast du echt ein Problem. Und der beste Freund kommt wieder zu Besuch. Ja, zeig sie ihm. Ich weiß gar nicht, gibt's irgendeine Waffe, die gegen den Sinn macht? Außer dem Megabuster? Ich weiß grad nicht. Ich probier's gar nicht. Ist am einfachsten zu treffen. Es gibt ja Leute im Internet, die machen das in den Videos, das ist natürlich sehr schlecht dabei. Ja, wir springen direkt hinter ihm her und machen Dauerfeuer quasi und werden ihn einmal getroffen und ich weiß gar nicht, wie die das überhaupt hinkriegen. Ich kann nicht gleichzeitig springen und schießen. Das kriege ich nicht hin. So. Ist aber gar nicht so schwer. Oh, ich weiß, was du meinst. Das kommt gleich wird's interessant. Du meinst die Stellen mit dem Springen, die noch kommen, auf dem Gameboy übrigens, die Raketen von diesem Vieh gerade eben waren unzerstörbar. Hier auf dem Gameboy. Kriegst du mit der Shadowblade am besten hin, eigentlich. Siehst du? Ja. Und wie immer habe ich recht. So, was geht jetzt?
Oh, ein Leben, das wirst du noch brauchen. Wenn ich gleich wieder halb Gold. Also ich kann mich dumm daran erinnern, ich habe mal versucht, die Stelle, die jetzt kommt, ohne Rush-Jets zu schaffen. Und ich habe hoffnungslos versagt, ich habe alle Leben verloren. Aus, hier sind Magneten, ausnahmsweise ein Level übrigens, der seinen Namen alle eher macht und seinen Boss beziehungsweise. Ja. Das sind Magneten, die uns anziehen und das wird später noch sehr, sehr lustig werden. Also wahrscheinlich eher für Nixon und weniger für mich, aber... Stimmt, ich habe ja immer was zu lachen, ich darf also, ja nur zugucken. Ihr habt gesehen, das hier war gerade die Vorwarnung, das war noch eine leichte Stelle. Damit man sieht, was auf einen zukommt. Und später muss man das nochmal einsetzen. Und zwar... Jetzt. Noch nicht. Hier noch kein Magnet, aber nachher. Kannst noch. Du übrigens auch mit Rush Coil drüber, um es gesagt zu haben. Ich versuch's so. Ja. Ich würde Rush Coil benutzen. Einmal noch. Ich nehme mich nicht auf. So. Okay. Hier würde ich es jetzt aber wirklich benutzen. Ja, jetzt haben wir nämlich diese Verschwindibus-Blöcke, von denen man nicht weiß, wo sie auftauchen und wann, und das Ganze mit einem Magnet kombiniert. An der Stelle kann einem noch nichts passieren, außer dass man da runterfällt. Aber jetzt haben wir das Ganze hier nochmal. Nur mit einem Abgrund zwischendrin. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Und ja, hier benutze ich immer Rush-Chat. Das wird interessant. Und du kannst einfach oben landen, wenn du lang genug wartest. Ja, du den Sprung kann man schaffen. Und dann, ja. Ah, da wird man nicht angezogen, stimmt. Hoffe ich mal, dass man da nicht angezogen wird. Ich wünsche mir Glück. Jau! Ja, hier ist ja kein Magnet, ne? Der Magnet oh, aber da kommt noch so eine Stelle. Ah ja, das... Und da muss man... Man kann runter. Nicht sehen, was auf einen zukommt, das ist toll. Vielleicht mal das einbringen jetzt. Ich glaube, auf dem, der oben ist, und bringe dann auf den anderen. Das Problem ist wirklich der untere, ne? Weil... Wow. Oh. Okay. Das war nicht sehr gut. Also wow. Defense, jetzt bin ich irgendwie stolz auf dich. Ja, danke. Also, auch. An der Stelle bin ich wirklich konstant draufgegangen, ohne Rush-Jet. Was gab's da unten? Gibt's Lebensenergie und Waffenenergie. Gab's keinen E-Tank, aber sowas, also... Ich würde das Ding gleich schaffen. Ah. Das wäre die Energie doch sinnvoll gewesen, ne? Ja. Kannst ja jederzeit wieder runtergehen, wenn du willst. Runterfallen! Dienst für Anfänger. So, Waffen... Nicht, dass es großartig wichtig wäre, aber wenn ich schon mal hier bin... Ja, füll's auf, genau. Nach der Stage Justice war sowieso wieder voll, aber ist egal. Das habe ich gesagt, nicht, dass es wichtig wäre. Ah, ich würde gleich auf Shadow Blade wechseln. Oben wieder das Vieh, genau. Da kannst du nicht mehr. Ja, es hat einen Haken, man kann es auch runter, hab ich drauf, ne? Ja, ist aber doch egal, da oben kann ja nicht viel passieren, wenn du dich nicht ganz doof dran stellst. Wow, ein Treffer. Finde ich gut. Ja, also gegen manche Gegner ist die Shadow Blade echt effektiv. So wie die Metal Blade eben auch. Ne? Die war auch gegen manche Gegner extra effektiv. Aber es kommt nicht mehr an die Metal Blade dran, ne? Nee, wegen der Reichweite einfach und weil man nicht in alle Richtungen schießen kann. So, Spark. Dann sparken wir immer, ne? Ja, Magnetman ist ja sowieso eigentlich verdammt leicht zu besiegen. Den schafft man sogar mit Megabuster problemlos. Nur hinzukommen ist das Problem. Finde ich. Auch wenn du scheinbar keine Probleme hast. Ich glaube, auf dem Gameboy war es schlimmer. Mit der Magnetman-Stage und so. Also von den Anziehungsdingern und den Plattformen, das war ein bisschen übertriebener. Macht mir auch zu leicht. Aber vier Treffer reicht. Das gibt's nicht, ne? Ja. Vier Treffer mit Sparkman-Waffe. Übel. Das ist Wahnsinn. Gut, das läuft ja jetzt wieder ganz gut, also... Wenn man bedenkt, wie ich bei der Sparkman-Stage gefailt bin, ey. Ja. Übel. Gerade an Stellen, Sparkman-Stage, die so leicht ist. An Stellen, wo man nur springen muss, ne? Ja. Das haben wir mal so sagen. An Stellen, wo man nur springen muss, wenn ein Megaman spielt. Haha. Stimmt. Ich meine, mehr, viel mehr ist das Spiel nicht. Laufen, springen und schießen. Ja, wenn das jemandem sagt, der dich auskennt, dann lacht er dich aus. Du musst ja nur springen. Ja, das macht ja auch den Schwierigkeitsgrad aus, ne?